Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Marti, Football Manager 19, die FC Augsburg Story, Staffel 3, Folge 4 ist es mittlerweile. Und wir sind in der Vorbereitung zu unserer Saison 2021, 2022, wo wir ja gerne wieder aufsteigen würden, und zwar in die zweite Liga. Unser Terminplan sehen wir ja hier, genau, wir müssen jetzt einige Vorbereitungsspiele absolvieren. Und wir werden heute, ja, ich denke, zwei Vorbereitungsspiele absolvieren. Das Spiel gegen Istanbul und gegen Slavia Prag. Beide zu Hause. Und im nächsten Teil geht es dann schon ans Eingemachte. Da starten wir dann bald. Die Mannschaft ist wieder da, glaube ich, oder? Nein, sind wieder im Urlaub. Ich habe es länger nicht mehr gezockt. Schon alles vergessen. Naja, Start der Saisonvorbereitung ist natürlich geschmeidig, dass wir gleich dann am zweiten Tag ein Spiel bestreiten. Habe ich geschickt gelegt. Ich muss mir das mal mitnotieren. Vorbereitung Saison 21-22. Tunis. Wir spielen in der 20er-Version bei mir. Ja, was wollen wir mit dieser Saison erreichen? Natürlich wollen wir gerne aufsteigen. Nachdem es ja dieses Debakel gab, nicht gemeldete Mannschaft, nicht gemeldete Spieler. Der Trainer war im Urlaub. Ja. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man nicht eingreifen kann. Vor allem nicht in der Bundesliga spielt. Ich habe gerade ein paar Nüsse gegessen, die hängen mir jetzt in den Zähnen. Sehe auch ziemlich fertig aus, wie ich so in diesem Bild erkenne. Weiß steht mir so mehr als Wasserleiche. Naja, egal. So. Wir bestreiten jetzt erstmal die Vorbereitung und dann überlegen wir uns, ob wir noch irgendwelche die Kaderliste. Jawohl. Darf ja keine Nicht-EU-Spieler einsetzen. Und wahrscheinlich, ja genau, geht das jetzt so nicht. Oder? Ja, wir können keine Nicht-EU-Spieler, also. Das ist natürlich total bescheuert. Wir haben ja Spieler drin, die wir eigentlich verleihen müssen. Und zwar Jordan Story. Engländer, ja, klar. Was hilft nicht, den gebe ich jetzt ab. Jordan Story gebe ich ab. Luke Ames gebe ich ab. Ryan Letson. Kaffee schlürfen. Ryan Letson. Sergio Cordova, den habe ich glaube ich schon auf der Transferliste. Ja, der ist zwar schon lange dabei, aber das macht mir jetzt, bringt mir jetzt auch nichts. Status. So, die Spieler geben wir ab. Jetzt schauen wir mal auf die Finanzen. Wir haben Transferbudget 23 Millionen
Und im Gehaltsbudget hat man noch 5 Millionen übrig. Nein, das ist nicht so viel. Scouting. Die Auswahlliste. Doram, Koni de Winter, Mats Pech, also Mats Pech, den Verteidiger versuchen wir zu holen. Den Torwart versuchen wir zu holen. Dann gescoutet. 83, 79, 79. Gute Auswahl. Ja, ist total bescheuert. Geld hätten wir, aber Interaktion, ja, ich muss die abgeben. Ja, Freunde, was soll ich denn machen? Ich darf ihn nicht spielen lassen. Sind wir eigentlich in den Transfer, in der Einstufung? Saisonvorschau sehen wir. Was sehen wir? Wir gelten als Top-Favorit für den Aufstieg. Dieses Spiel habe ich total verbockt. Von der Bundesliga runter in die dritte Liga. Und das bei so vielen schönen Zugriffen im Meistertrainerforum. Aber es hilft nichts, da müssen wir jetzt durch. Jetzt also das Spiel gegen Istanbul, dann gegen Prag und dann gegen Sarre Union, wo auch immer die sind. Tausend Zettel liegen, alles wichtige Notizen. So. Haben wir gegen Istanbul schon mal gespielt? Wie bisher? Keine. Okay. Ja, ich glaube, wir nehmen sogar das dritte Spiel heute noch mit. Da haben wir drei Vorbereitungsspiele gemacht. Sind am 14. Juli 2021. Doch, das sollte klappen. Ja, es zieht sich halt nur wieder ein bisschen, gell? Aber wenigstens haben wir jetzt eine gute Frame-Rate.
So, Abwehrarbeit ermöglicht denkbaren Augsburg-Sieg. Das schauen wir uns jetzt natürlich an. Die Tore schauen wir uns auch an. Ziemlich gewechselt. González zweimal, wobei der klingt mir so, wie wenn er gar nicht spielen darf für uns. Und Córdoba, der darf auch nicht spielen für uns. Ah, der Klassiker. Schauen wir uns die Tore an. Framberger. Und González, schönes Tor. 1:0. González angeschlagen ist er. Da sah der Torwart auch nicht gut aus. 2:0. Und das dritte war, glaube ich, ein Elfer. Ja. Tja. Also. Erste Vorbereitung spielt 3:0. Und González hat sich auch noch verletzt. Obwohl, doch, Spanien, der darf bleiben. Ich wollte nochmal den Terminplan schauen. Wir haben drei Vorbereitungsspiele noch. Prag, Union und Meuselwitz. Glaube ja, Prag. Kein Spiel. Sarre, Union. Spiel, okay. Ja, in der Simulationsphase der Hinweis auf unsere anderen Spiele auf dem Kanal. 121 Abonnenten sind es im Moment gerade. Einer ist wieder verschwunden. Die letzten 3 Monate sind, glaube ich, null dazugekommen. Warum mache ich das alles? Ja, weil es mir Spaß macht. Und weil ich irgendwann mir die Videos mal ansehen werde mit meinem Sohn, der jetzt allerdings erst 9 Jahre alt ist. Und ich würde mir gerne meine Erfahrungen mit NHL 95, das erzähle ich immer an dieser Stelle, ist abgelehnt. Wieso abgelehnt? Okay. Das ist ja eher blöd. Wir müssten mal sehen, wo wir dann überhaupt mit dem Kader stehen würden. Senegal, ja. Senegal ist schon wieder toll. Darf aber nicht in Deutschland spielen. Boubacar, also das war der gerade. Ludwig. Matondo, Wales. Wales zählt zur EU, oder? No, doch, ich glaube schon. Europa, jawohl. Nicht möglich, den Spieler zu kaufen. Wieso ist es nicht möglich, den Spieler zu kaufen?
Die Engländer nehmen wir mal auf die Liste. Josh Sims. Jetzt habe ich ein paar Spieler als Transferziele gesetzt. Slavia Prag. Wer ist denn eigentlich aktuell unser Rekordspieler hier? Auch immer interessant. Rekorde. Bayer 335 Spiele hat er absolviert. Und aktuell Guvelev hat 136, Khedira 108, Richter 67. Cordoba, gut, der ist auch schon eine Zeit dabei, 80. Framberger 39. Sind alle später gekommen. Andreas Lute, auch nur 11. Was hätten wir denn noch unten? Wieso zeigt er mir hier eigentlich jetzt alle Spieler an? Verstehe ich jetzt auch nicht. Also machen wir das jetzt mal anders hier. Aus der zweiten Mannschaft. Potenzial Stärke. Und Potenzial, also der hier könnte uns helfen. Und bei der U19 schaut es wie aus. Oh, da haben wir ja. So ist ein Guvelev bei der U19. Richter. Den hochholen. Vielleicht müssen wir auch noch ein paar Spieler nachmelden, einen 16-Jährigen spielen zu lassen. Also wäre natürlich toll. Oh, warum schmeckt das Zeug so scheußlich? Das ist meine deutsche Nationaltorhüter-Tasse. Vielleicht meinem Sohn, aber egal. Ich sollte sie nun nicht runterschmeißen. Ach, 20 Minuten zeigen wir schon wieder auf. Es ist schon wieder 23:30 Uhr. Abends. Ich sitze hier im Dunkeln. Aber wenigstens war es nicht so heiß heute.
Slavia Prag, unser nächster Gegner. Und dann Sari Union. Aus Sari. Ja, es gibt eigentlich aus den letzten Jahren FM20, hier FM19, FM18 und auch die anderen werde ich noch wieder starten oder werde ich weiter zocken. Überall Serien, Eishockey Manager, Football Manager, Quatsch, Football Manager sind wir ja. Franchise Hockey Manager, Baseball, Out of the Park Baseball. Da soll es nämlich die 21er Version hier geben. Da freue ich mich schon drauf. Ja, alles auf dem Kanal. Schaut mal vorbei, Freunde der Berge. So, jetzt Julia, Kräuter gibt es ein Angebot für Columbia. Ryan Letson wird uns also verlassen. Er geht nach Birmingham City. 23 Jahre jung. Spielte ein Jahr in Augsburg, 16 Einsätze, 2 Vorlagen hat er da gegeben. Ansonsten in der zweiten englischen Liga, in der Championship aktiv gewesen. Ja, leider müssen wir ihn abgeben, weil er nicht für uns spielen darf. Auch Cordoba wird uns verlassen. Horn. Was haben wir jetzt hier? Tiere, Merkel. Bin mir nicht so ganz klar, wo wir hier mit dieser 19er Version hinwollen. Nach den diversen Fehlern. Aber ich will mich da jetzt gar nicht reinstressen lassen. Oh, die Aufstiegsquoten. Ein ernsthafter Aufstiegsanwärter. Die anderen Anwärter: TSV 1860 München, Heidenheim, Uerdingen, Paderborn und Magdeburg. Ja, und dann geht es auch schon gegen Slavia Prag. Mats Pech prüft das Angebot. Was mir jetzt auffällt, meine Frames per Second passen jetzt. Ich hatte jetzt ein einziges ausgelassenes Frame. Und jetzt ist das Interessante an der Sache, dass ich das Internet nicht anhabe. Das heißt, ich habe da Probleme gerade. Das heißt, ich habe keinen Internetzugriff, was jetzt nicht so schlimm ist. Ich müsste einfach nur noch mal in den Flugmodus kurz gehen und wieder reingehen, dann würde das schon funktionieren. Aber ich sehe, ich habe keine ausgelassenen Frames. Bedeutet das, dass das eventuell das Problem ist? Paderborn. Die sind, nachdem sie aufgestiegen sind, zweite Bundesliga 18, dritte Liga 2 und dritte Liga. Ah ja, die sind 14, 15 aus der Bundesliga abgestiegen, sind dann 15, 16 gleich nochmal abgestiegen,
16, 17 dann beinahe abgestiegen aus der dritten Liga, sind dann 17, 18 aufgestiegen in die zweite Liga, sind dann 18, 19 letzter wieder geworden, dann fünfter und letztes Jahr sechster. Wer ist da der Trainer? Der Trainer ist ein gewisser Frank Schmidt. 50% der Spiele hat er gewonnen, allerdings ist er auch erst seit 208 Tagen da. Die anderen Trainer waren Uwe Neuhaus, immerhin 330 Tage, der hat 55% gewonnen. Kenan Kocak und Steffen Baumgart. Ist denn der Steffen Baumgart? Ist der irgendwo Trainer? Nein, der hat es nicht mehr geschafft. Okay. Ablöseforderung zu hoch. 1860 möchte Markus Schubert verpflichten. Von Dresden. Der ist der im Moment die Nummer 2, nee, die Nummer 1 in Schalke. Was macht der Stefan Reuter da? Ja, ist toll, dass ich den jetzt hole. Den kann ich gleich weiterverleihen. Da kriege ich Placke. Habe ich den selber geholt? Habe ich den mal auf die Liste gesetzt? Weiß es nicht mehr. Mysteriös. Es könnte sein, dass ich den selber mal als Spieler gesetzt habe, den ich holen möchte. Oder als Transferziel oder irgendwie sowas. Und dann hat der Stefan Reuter den verpflichtet. Rückennummern. Hier. So, jetzt das Spiel gegen Slavia Prag und danach noch gegen Sari Union und das Spiel gegen Meuselwitz schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Die Rückennummern. Und wenn und wenn und noch nicht verlieren. Ja, gegen die 60er mal zu spielen, sicherlich auch reizvoll. Ich mag die Löwen ja. Ich auch mehr ein Roter bin. 58, 59, 60. Okay. Siebzehnter, nee, wo sind wir? 10. Juli. Ja, dauert noch, bis wir das erste Ligaspiel bestreiten. So, Glanzvorstellung für den FC Augsburg. 2 zu 1 gewinnen wir das Spiel. Auch hier schauen wir uns die Tore an. Richter und der Chef. Der Jeffrey Gubelev macht's. Muss ich den Captain auch noch festlegen? Weiß ich jetzt gar nicht. Mal bevor ein ausgelassenes Frame. Ausgelassenes Frame, das ist auch ein Deutsch. Ein Frame wurde ausgelassen. So, wir es. Oh, müde bin ich, gehe zur Ruhe. Wobei Prag auch ein Tor geschossen hat. In der 89. sehe ich es hier. Villarrible, Villabajo. Und Richter.
Dann der Ausgleich. Wo stehen wir? Oh ja, da steht Heidweg. Moravec. Das ist der Moravec, der mal in Augsburg gespielt hat. Bruno Moravec. Muss ich gerade mal schauen. Und dann ist es. Was möchte ich doch jetzt wissen? Nee, das ist ein anderer Moravec. Hier geht er hier. Okay. So, also noch ein Spiel. Dann beenden wir diesen Teil. Können wir mal auf den Terminplan schauen? Beim FM20 gibt es ja zwei Versionen, wo ich zocke. Bei der 20er Version wohlgemerkt, nicht bei der 19er hier. Einmal die FC Augsburg-Karriere auch und dann ja auch die mit der 11. deutschen Liga. Da spielen wir in der, weiß gar nicht, Landesliga oder irgendwie sowas. Können wir beim 19er nicht mehr machen, da werden wir nur dieses Safe zocken. Und beim 20er werde ich wohl auch einen Verein gründen noch. Bei Saison ist er schon fast wieder rum. Da können wir ja schon wieder an die neue Version denken langsam. Torschützenkönig. Keiner bei uns dabei. Tausend Dauerkarten, das ist auch nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder vergessen, auf den Terminplan zu schauen. Weil es jetzt ja eh schon 32 Minuten sind. Vielleicht machen wir jetzt doch Schluss. Ich werde zu viel gelabert. Werde jetzt versuchen, beim nächsten Aufzeichnen, also ich werde jetzt wieder den FM20 zocken. Da ich jetzt die Frames wieder hochdrehen, die habe ich ja runtergedreht. Jetzt aber erstmal der Terminplan. Wie geht es hier weiter? Das erste Spiel am 24.07. schon, also in 2 Wochen geht es gegen Alemannia Aachen. Und gegen die schon mal gespielt, haben wir auch nicht gespielt. Ja gut, dann werde ich jetzt hier mal Schluss machen und weiter rumdoktern. Das war Staffel 3, Folge 4 im FM19 FC Augsburg. Bis bald, ciao.